Gestern super spät ins Bett gegangen, so um 4:30. Total bescheuert. Na, auf jeden Fall haben wir bis 2 Uhr gepennt. Und ja, das Wetter ist einigermaßen schön. Wir überlegen, irgendwo hinzugehen. So, das Memorial Day Weekend steht an. Ist natürlich für uns mehr oder weniger irrelevant. Aber es gibt Sales hier und da und überall. Nicht, dass wir jetzt unbedingt notwendigerweise was brauchen, aber mittlerweile haben wir 4:30. Und die Liane musste noch was fertig machen für ihre Arbeitgeberin für dieses Memorial Day Weekend Special. Und wir überlegen jetzt nochmal zum Oakdale Recreational Area zu fahren. Denn da fange ich immer Fisch. Da ist so ein ganz kleiner Trail, den wollten wir mal checken. Also ich dachte, der Trail wäre größer. Allerdings habe ich das auf Google Maps mal gecheckt und das ist einfach nur so ein kleines Ding. Ja, Poker habe ich verpasst. Ich habe ja überlegt, Poker zu spielen. Dieses kleine Tournament, was ich letzte Woche gewonnen habe. Aber ich habe ja gestern gespielt und ich sollte es nicht so oft machen. Denn dann kommt man in so eine Routine und dann hat man auch nicht so viel Spaß daran, wie als wenn man das nur einmal in der Woche macht oder alle 2 Wochen. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt mal zum Oakdale Recreation Area, obwohl ich 2 Pakete erwarte und die etwas größer sind. Ich habe mir mal wieder eine neue Angelrute bestellt oder Angelrutenkombo, eine Casting Rod für Barsch. Sowas habe ich noch nicht gehabt und das war halt ein super Sale. Also eine Angelrute und Rolle, einigermaßen Qualität, naja, ich weiß nicht, für 120 Dollar, runtergesetzt von 200 hast du nicht gesehen. Und dann natürlich musste ich ja natürlich auch ein bisschen Schnur und Haken und sowas. Naja, zumindest das erwarte ich heute. Aber gut, das werde ich jetzt verpassen. Naja, ich mache mir jetzt mal fertig. Lene ist schon gut so wie fertig. Und dann fahren wir nochmal los. Das Wetter ist einfach zu schön, um den ganzen Tag hier drum zu hängen. Morgen muss ich sehr früh raus. Das heißt, ich brauche ein bisschen Action heute, damit ich pennen kann, weil ich halt so lange gepennt habe. Also, auf geht's. So, wir sind endlich unterwegs. Wir haben 10 vor 5 zum Oakdale Recreational Area. Und da, ja, ein bisschen angeln. Pizza-Zeit. Ah ja, Pizza gibt es ja heute, weil da gibt es für 3 Dollar eine riesige Pizza. Und ja, sollte man nutzen. Das sind natürlich die besten Zutaten, nicht die beste Qualität oder was. Aber billiges Drei. Essen für 3 Dollar, come on. Kann man nicht meckern. So, Benjamin hat gefunden ein weißes Fisch. Barsch. Bass. Bass. Hier. Der erste. Ersten. Hier. Benjamin hat gefunden. Und ein mehr. Nice. Okay, that's the biggest one. Yeah, biggest one. Yeah. Think that's the biggest one so far, huh? I don't know. They're all fat. Look at the belly. Yeah. Holy crap. They get a lot of nice food here. Schön. Alrighty. Oh, the first crappie, huh? The ersten. Beautiful.
beautiful color. Mm-hmm. I don't know if you see it from this side as well, but I think so, huh? Yeah. Another bass. Nice. Totally intact. Yeah. Nice. Is it flashing? Yeah. Good. Okay. That's what I wanted it to do, so you have a little more light on you. Nice. Number six? I don't know. I can't count anymore. You have so many. Chun. Okay. The worm is just the thing. Yep. Beauty again. Smile. Okay, honey. Looks good. Oh, nice. This is, but they're still not so bad. Wow. But this is the fattest one of the day. Yeah. Smile. Okay. This is really beautiful. Yeah, this is a good one. And he's fat again. Look at the belly. Oh, wow. Holy crap, they're really nice fat here. Yeah. And he's intact, all those. Yeah. Twins. Good. Cheers. Later. Okay, wir haben mittlerweile 7 Uhr. Ein paar Leute sind hier. Ich habe die aber jetzt noch nichts fangen sehen. Ja, das hat mir ein sehr erfolgreicher Angeltag. Ich weiß nicht, wie viele Barsche ich gefangen habe, aber es waren wieder um die 8. Und ein Crappie. Kein Bluegill bisher. Aber ich bin noch nicht ganz am Ende. Ein paar Casts werde ich noch machen und dann gibt's Pizza. Ja, morgen muss ich sehr früh raus, deswegen muss ich auch früh ins Bett. Deswegen werde ich hier auch hässlich bleiben bis zur Dunkelheit. Aber eventuell wird der Sonnenuntergang schön. Und den werden wir natürlich dann irgendwo noch aufnehmen. Sehr viele Stellen auf dem Weg nach Hause gibt es nicht, deswegen müssen wir mal gucken. Hier ist ein großer Weißvogel. Ja. Schön. 8 Uhr auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise auf dem Weg zu diesem Billig-Pizza-Shop. Little Caesars ist der Name und heute gibt es dann große Pizza für 3 Dollar bzw. 2,99. Ja, die letzte Stunde oder dreiviertel Stunde, kein Biss, kein Fisch, nichts mehr. Also das war wie verhext. Also das war ein bisschen seltsam. Der Sonnenuntergang, wo wir dachten, er wird eventuell ein bisschen nice, kann man nicht sehen, wird auch nicht nice, weil der ganze Horizont jetzt blau ist. Darüber sind ein paar Wolken, die könnten eventuell Farbe annehmen, aber wahrscheinlich nicht. Also 27 Minuten bis zum Pizzashop. Da gibt es mehr oder weniger leckere Pepperoni-Pizza. Wird auf jeden Fall schmecken, weil ich Hunger habe ohne Ende. Außer 2 Riegel Lindt Schokolade. Nichts gegessen hat. So, auf dem Weg zum Pizza macht die Lien mal wieder ein paar Sonnenuntergangsfotos. Man kann es wahrscheinlich nicht so gut sehen, vielleicht durch den Spiegel hier ein bisschen. Ja, und die benutzt hier diese Pfützen, um Fotos zu machen. Ja, meine Mückenstiche, die wirken wie Hule. Heute habe ich mich eingesprüht mit 2 verschiedenen Mückenrepellents. Und ich glaube, die haben geholfen. Zumindest haben die mich nicht so umkreist wie vorgestern.
ist auf jeden Fall gut. Ich habe Hunger ohne Ende. Zeit, dass wir zur Pizza kommen. Aber gut, die Lane mag Sonnenuntergänge und ich glaube, das wird auch diesmal was. Karl hat auf jeden Fall mehr ab, als ich dachte. Wieder zu Hause, Pizza Time. Sieht gar nicht so schlecht aus für eine 2,99 Pizza. Und ist schon fast alles weg. Und wir haben uns noch eine zweite geholt. Weil dieses super special Promo gilt nur für heute. Und gibt es morgen nochmal Pizza. Hause Pizza. Mm, lecker. Ich reg mich gerade mal wieder super auf. Auf der FedEx Homepage und auch auf der Senders Page, also da, wo das Paket losgeschickt wurde, steht, dass ich heute um 3.56 Uhr nachmittags das Paket vor die Haustür geliefert bekommen hätte. Wir haben aber hier das Haus erst um 4:30 verlassen. Es kann also nicht sein. Und ist jetzt überall gekennzeichnet als delivered und angekommen und alles ist gut. Nix ist gut, denn das Paket ist nicht da. Riecht mich schon wieder tierisch auf. Wie kann das sein? Also irgendjemand lügt. Also entweder die haben es später geliefert und es wurde geklaut oder die haben es gar nicht geliefert und sagen einfach, es ist geliefert. Beides ist irgendwie Bockmist.